Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Corpse Party Blood Drive. So, wir haben ein mega langes Gespräch mit Misto hinter uns. Die Welt wird untergehen, wenn wir es nicht schaffen, dieses komische Sachi-Monster aufzuhalten, was wohl die ungeborene Schwester von Sachiko ist. Und wir müssen dazu die 6 Säulen der Dämonen finden. Und ich persönlich glaube aber, dass das eine Falle ist. Aber okay, was haben wir denn da? Da ist ein Gesicht eingebrannt in den Bildschirm. Richtig geil. Ah, cool. Wir haben nochmal... nicht Feuerzeug. Ich komme immer durcheinander. Okay, also ich würde sagen, ich habe jetzt doch noch nicht Endless Battery. Also die Umfrage hat ergeben, dass ich doch eher Endless Battery anmachen soll. Aber ich weiß jetzt auch nicht so recht, weil eigentlich lag es ja nur daran, dass ich das falsch verstanden hatte. Dass ich das falsch verstanden hatte, dass man die eigentlich einfach nur dann wieder einlegen muss. Und wir haben ja eigentlich einige Batterien. Von daher... Ach so, wartet mal. Haben wir wirklich einige Batterien? Weil es ist ja ein neues Chapter und das beginnt ja immer ohne den alten Ladestand. Huch! Ich glaube, das kam aus dem 2. Stock. Könnte das Aiko gewesen sein? Na super, jetzt darf ich wieder alle Räume untersuchen. Ich liebe es. Das ist echt immer geil. So, dann gucken wir mal kurz. Scheiße, ich hab's befürchtet. Wir haben noch die Alkohollampe und die Matches, aber die ganzen Sammelgegenstände haben wir natürlich nicht mehr. Das ist ja richtig blöd. Na, okay. Oh, das ist richtig blöd. Wir hatten Talisman, wir hatten total viele Bandagen. Und wir hatten vor allem auch noch anständig Batterien. Das ist ja jetzt doof. Naja. Ich mache aber jetzt erstmal Licht an. Hui! Wobei, das stimmt, die Ladezeiten sind, glaube ich, auch kürzer, wenn das Licht aus ist, weil das nicht berechnet werden muss, bevor man wieder woanders hinkommt. Von daher ist das... Oh, da lag aber vorher eine Leiche noch. Die ist weg jetzt. Wow, wow, wow. Hä, war das vorher hier schon so? Naja, es kann sich ja auch verändern. Schaut euch das hier an, ist ja krass. Da ist jede Menge Müll aufgebahrt und es blockiert die Tür. Unmöglich, dahin durchzugelangen. Ich wette, einer der Jungs könnte das wegbekommen. Aha. Ja, müssen wir uns einen der Jungs besorgen. Einen der Jungs. Wenn sie denn dann mal da sind. Nee, es haben sich Sachen verändert. Ich glaube, auch auf dem Boden liegen jetzt an anderen Stellen Dinge. Vielleicht sollten wir auch auf Kabel aufpassen, die jetzt aufgetaucht sind. So, 2. Stock. Na dann, mal ran. Ab in die Räume, Räume. Ab in die Räume, Räume, Räume. Wo sind wir denn jetzt? Oh, oh, was ist hier? Es ruft schon wieder wer an. Mensch, hier ist aber auch guter Empfang in der Heavenly Host, ne? Ach so. Okay, also unter der Nummer ist niemand zu erreichen. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Ich werde nicht durchkommen, ha? Verdammt. Okay. Oh mein Gott, ich gehe erstmal hier durch. Oh, oh, habe ich mich erschreckt. Das habe ich nicht erwartet, dass da jemand kommen würde. Das kommt aber jetzt. Es kommt nach. Aua. Ah, oh, verdammt. Es kommt echt nach, das Viech. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, hier ist die Infirmary. Geh rein, geh rein. Ah. Oh Gott, ich wurde einmal erwischt und habe keine Bandagen, weil mir die ja weggenommen wurden. Vielen Dank. Wie unlogisch. Ah, okay, das... Ich will doch nur speichern kurz, bitte. Neue, zur Sicherheit, falls mich das Viech gleich erwischt. Okay. Wow, es ist so schnell. Raus, raus. Okay, dann gehe ich erstmal nördlich und dann gucke ich mal, ob da irgendwo ein Schrank ist. Es hat sich wirklich einiges verändert. Auch dieser Ritualkreis hier ist verschwunden. So. Huch, was ist denn jetzt? Ich komme hier keine 3 cm weit. Ey, gib doch einfach auf. Es geht nicht. Du hast hier keinen Empfang. Hä? Was ist? Kommst du voran? Endlich bin ich durchgekommen. Oh, ihr habt doch schon lang genug telefoniert. Was ist los? Bist du einsam? Oh,
Nicht jetzt. Jetzt kümmere dich doch erstmal um die Säulen. Wir hatten gerade so ein... Also ich nehme das halt gerade direkt nach der anderen Folge, die ich eben aufgenommen hatte, auf. Und das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Ich habe gerade 25 Minuten konstant übersetzen hinter mir. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen rumlaufen, meint der Heavenly Host. Aber okay. Ich möchte, dass du mir ein bisschen was über meine Schwester erzählst. Ah, okay. Aber hör auf, nicht auf, dich zu bewegen. Ich werde mit dir sprechen, während du läufst. Aha. Das war eine Belohnungsantwort? Er wollte über Hinoe sprechen. Genau so sehr, wie ich es wollte. Und gerne würde ich mitspielen. Das ist okay. Wird es dann jetzt immer... Ach so, okay. Sie war zu nett gewesen. Ja, das war sie. Aber das war eine der Dinge, die ich an ihr liebte. Mein Großvater war das letzte überlebende Mitglied der Yagura-Gesellschaft, eine Familie von Shinto-Priestern mit spirituellen Kräften. Er war der Erbe des gesamten... der gesamten Sozietät? Weiß ich nicht. Der gesamten... Gesellschaft halt. Als der alte Mann und meine Eltern gestorben waren, war ich ganz alleine zurückgeblieben. Jene, die mich aufnahmen, waren die WI, das Wicca Institute. Eine Gesellschaft, die sich Verehrung der Geister widmet? Könnte man so sagen, oder? Das ist eine ziemlich große Organisation, die auf der ganzen Welt verteilt ist. Dort brachte mir Hinoe viel bei, ich erhielt umfassendes Wissen und ich wusste, was ich damit tun konnte und ich lernte auch die vielen Möglichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Und Ayumi, auch wenn ich mir absolut sicher bin, dass es deine Schuld war, dass Sachi so stark geworden ist, wie sie nun ist, ein anderer Blickwinkel darauf ist, dass du tatsächlich Leben rettest hier. Was? Wenn Sachi so zurückgelassen worden wäre, wie sie war, wäre sie halt in der realen Welt geblieben als ein unreiner Geist, versteckt in den Schatten, der immer weiter Menschen tötet, auf schreckliche Arten. Ach so, dann war Sachi für die Morde verantwortlich, die da geschehen waren und von denen im Fernsehen berichtet wurde? Vielleicht. Die einzige Möglichkeit, sie aufzuhalten, wäre gewesen, das zu tun, was du jetzt tust. Hallo? Hatten mich meine Ohren gerade an der Nase herumgeführt? War das etwa nett gemeint von Mister? War er nett zu mir? Nur dieses eine Mal? Zum ersten Mal, seitdem ich hier angekommen war, hatte ich ein bisschen Hoffnung. Da war nun ein kleines Licht in mir drin, das die Dunkelheit um mich herum ein wenig erleuchtete. Okay. Also lass deine Schwester jetzt nicht im Stich. Werde ich nicht. Okay, wir müssen weiterlaufen, weil ich weiß nicht... Kleiner Scheiß? Hä? Was? Das hörte sich aber jetzt nicht so gut an. Oh Gott, vielleicht hätte ich mich erstmal im Schrank verstecken sollen, falls das Viech doch noch hinter uns her ist. Nein. Aber hier sind vielleicht auch Sachen zum... Oh Gott, ich bin gefangen! Ich bin gefangen! Was ist denn hier los? Wieso sind denn hier überall Geister? Was soll der Mist? Ich gehe mal schnell in den Schrank. Ich weiß nur nicht, ob es was bringt. Weil es so nah an der Tür ist. Nein, es bringt nichts. Also schnell weiter. Oh mein Gott, es sind jetzt schon zwei. So ein Scheiß. Hoffentlich komme ich aus dem anderen wieder raus, aus der anderen Tür. Oh Gott. Nein, da kann ich jetzt nicht einsammeln. Oh, warte, die sind verschwunden.
Wo? Er ist nicht hier, aber wo? Wer? Ich glaube nicht, dass ich das habe, was du brauchst. Ich frage mich, was dieser Geist zu finden versucht. Da ist doch ein... Ach, guck mal, die laufen da rum, aber die können hier nicht lang. Warum auch immer. Ich würde das total gerne einsammeln, da dieses... blinkende Item, aber ich traue mich gerade nicht. Ich gehe erstmal weiter. Oh Gott. So stressig hier. Aber ich glaube, die kommen hier jetzt nicht mehr durch. Ah doch, kommen sie. Hui. Es muss hier ja irgendwo weitergehen, weil... Okay, das ist fest. Oh, wartet. Hopp, 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 hopp. So. Geht's hier rein? Oh Mensch, da war ein Speicherpunkt. Den hätte ich erstmal nutzen sollen. Verdammt. Aber vielleicht ist hier ja gar nichts. Aber vielleicht kommen die Geister hinterher. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Sieht auch nicht so aus, als wenn es hier irgendwas geben würde. Von daher gehe ich direkt wieder raus. Und dann speichere ich auch erstmal. Da bin ich ganz froh drum. Ich glaube, die verfolgen uns aber gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso. Ist das echt so geplant, dass einen sogar zwei verfolgen? Das ist ganz schön übel. So, ich glaube, ich nehme noch mehr neue. Ich habe auch ein bisschen Bedenken. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich noch hinbekommen, das Bad End, Quatsch, das Wrong End aus dem vorherigen Kapitel zu holen. Oh, ist das hier neu, oder? Hinata High Class 27 Shomisuno. Er ist ertrunken, nachdem er in einen Eimer mit einer unbekannten Flüssigkeit getaucht wurde. Okay, das ist auch fest an der Wand. So langsam müssten wir aber mal den Ort finden, von dem wir auch das Geräusch gehört haben. Das soll doch aus dem zweiten Stock gekommen sein. Und jetzt waren wir fast überall. Okay, hier ist nichts. Da ist immer noch das Loch. Oh, das war echt knapp. Hätte ich fast übersehen. Mach mal kurz Licht an. Na? Batterien! Yay! Kidoki. Kann natürlich auch sein, dass hier irgendwo was ist, was ich eigentlich noch einsammeln muss. Und ich es jetzt übersehen habe, weil ich häufiger mit ohne Licht gelaufen war. Ich weiß es nicht. Könnte sein. Oh, ich muss gleich husten. Nein, aber hier ist ja schon zu Ende. Wo muss ich denn jetzt hin? Sie ist doch im zweiten Stock. Okay, das ist jetzt wieder die Frage. Ist es wirklich noch im zweiten Stock, das, was ich finden muss? Ach so, vielleicht muss ich dieses Item, was da geblinkt hat, wirklich aufheben. Vielleicht muss ich das dem Geist geben. Das kann natürlich sein. Ach, verflixt, ich muss kurz husten, glaube ich. Wenn es keine schlimme Hustenattacke ist, lasse ich es drin, okay? Sekunde. Okay, ich glaube, das hat schon gereicht. War das jetzt hier? Ich glaube, ja. Ich hole mir das einfach schnell. Ich habe ja auch gerade gespeichert. Von daher, wenn ich einmal erwischt werde, werde ich halt einmal erwischt. Einmal erwischt. Einmal. Okay, so, schnell. Ach, verflixt, sind nur Batterien. Oh, da ist nochmal. Okay. Ist hier irgendwo was? Es sah für einen Moment so aus, als hätte sich was bewegt. Es gibt nicht nach. Auch wenn man da das Gesicht einer Person drin erkennen mag. Morde. Tja, Das ist jetzt die Frage, aber eigentlich müssen wir ja hier durchlaufen, oder? Ich meine, keine Ahnung. Sind die jetzt immer noch hier, oder? Sind die verschwunden? Und vor allem, soll ich jetzt doch hoch? Soll ich nicht hoch? Also die Räume haben wir hier eigentlich ja... Ja, okay, wartet mal. Ich gucke hier nochmal mich genau um. Wenn nicht, müssen wir halt wieder durch alle Räume durch. Wir sind's ja schon gewöhnt, ne? Vielleicht da drüben in dem Schrank noch was? Hi! Nein! Ich nehme mal das da, weil vielleicht ist es... Scheiße, ist nur eine Bandage. Au! Na! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay, egal. Wir haben es halt eingesammelt. Dann gehe ich jetzt hoch direkt.
und guck mal, was da so ist. Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass da was ist, weil ich glaube, da ist nur die Toilette, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da was großartig finden kann, aber was soll ich machen? Oh nein, die ist ja immer noch hinter uns her. Wieso gibt denn die nicht auf? Boah, ist sie schnell, meine Güte. Und vor allem bin ich jetzt an nicht so den idealen Ort gegangen. Hier ist es ziemlich eng. Oh Gott. Immer noch hinter uns her. Was? Oh, irgendwas haben wir gerade ausgelöst. Also doch im dritten Stock. Ach so, nee, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Der zweite könnte ja wegen Erdgeschoss 1, 2. Aber eigentlich ist das doch im Englischen. Ich bin so erschöpft. Ich lehnte mich gegen die Wand und schloss meine Augen. Und das Erste, was ich sah, war Kishinumas Gesicht. Vielleicht, weil er wirklich da ist. Kishinuma. Ich frage mich, was er tat, als er bemerkte, dass ich fort war. Shinosaki, geh nicht! Shinosaki! Er war so verzweifelt, mich davon abzuhalten, an diesen schrecklichen Ort zu kommen. Das Bild, wie er nach mir griff, mich anflehte, nicht zu gehen, wurde in mein Unterbewusstsein gebrannt. Ich hoffe, er ist nicht verletzt. Wird schon alles gut gehen, weißt du? Falls irgendwas passiert, kannst du mich jederzeit anrufen, okay? Ich bin für dich da. Und ich möchte auch nicht, dass du blind in gefährliche Situationen rennst, so wie gestern. Ich mag zwar nicht viel bieten können, aber zumindest kann ich dich beschützen. Aber kannst du das wirklich? Ich war nicht sauer auf ihn. Er hatte ja sein Bestes gegeben, aber diese ganze Situation war einfach so irreal. Ich glaube nicht, dass er wirklich wusste, was er da sagt, als er behauptete, es würde alles gut gehen. Wow, cool! Oh, es geht ihm aber gut, ja. Shinosaki! Shinosaki, Gott sei Dank. Ich hatte schon befürchtet, ich hätte oder mein Glück wäre ausgelaufen und ich würde dich niemals wiedersehen. Nein, wieso? Warum bist du hierher gekommen? Ich konnte mich kaum zurückhalten, weil ich mich so sehr freute, Kishinuma wieder an meiner Seite zu haben. Ich versuchte es als Sorge auszudrücken, aber ich konnte es nicht wirklich gut faken. Ja, verdammt, und ich habe die ganze Zeit wie bescheuert nach dir gesucht. Ich war so glücklich, ihn zu sehen. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Wie Sturzbäche flossen sie meine Wangen hinab. Niemals hätte ich erwartet, dass ich Kishinuma als den glänzenden Ritter der Hoffnung an diesem dunklen, gruseligen Ort sehen würde. Du bist so ein Idiot. Immer bist du unvorsichtig, egal welche Konsequenzen es hat. Ich muss zugeben, dass ich hatte nicht erwartet, dass er mich beleidigen würde, so direkt. Das hat mich ziemlich schockiert. Du springst direkt hinein, ohne dich erstmal umzuschauen. Was zur Hölle bist du, eine Katze? Tja, du warst doch derjenige, der die verdammten Steine aus dem Fenster geworfen hat. Das wollte ich mir nicht gefallen lassen. Wenn er schon auf mich feuern wollte, dann würde ich auch zurückfeuern. Und ich bin kein Idiot. Der andere Typ war netter zu mir als du, Kishinuma. Der im Parker? Ja. Na, Shinosaki. Shindara dousun da yo? Was denkst du, wäre geschehen, wenn du gestorben wärst? Hier gestorben wärst, meine ich. Wie Shinohara und Susumoto. Deine Existenz wäre aus der Welt gelöscht gewesen.
Kannst du dir denn nicht vorstellen, wie traurig das gewesen wäre? Seine Stimme brach ab und seine Lippen zitterten. Er fragte nicht, wie mein Tod mich belastet hätte. Er fragte, wie es ihn belastet hätte. Meine Augen weiteten sich und mein Blickfeld verschwamm wieder, als mir klar wurde, was er meinte und warum er es sagte. Es tut mir leid. Aber hör mal zu, okay? Kommt das von da drin oder was? Oh nein. Ist das Kisami? Shinosaki, nigero! Scheiße, er ist da! Du musst rennen, Shinosaki! Oh Gott. Ich würde ja gerne bleiben und mit dir reden, aber ich muss mich darum kümmern. Geh! Los! Was? Hä? Geh einfach, verdammt! Verdammt nochmal! Wie stark ist dieses Ding? Was tust du denn da? Geh! Aber... Ich will keine weiteren Freunde sterben sehen, okay? Wenn dieser Parker-Typ gut zu dir war, dann ist das wunderbar. Ist mir egal, ob ich derjenige bin, der dich beschützt, solange du in Sicherheit bist. Nun geh endlich und stirb nicht! What? Ich hatte das Gefühl, ich hatte keine Zeit, mich zu streiten oder überhaupt über meine Entscheidung nachzudenken. Das Einzige, was ich tun konnte, war, so wie er vorgeschlagen hatte, fortzurennen. Und trotzdem... Es reicht! Hey! Ich will nicht sehen, wie du stirbst, okay? Und ich möchte nicht genauso empfinden wie du. Das ist dann jetzt ein Wrong End. Also hätte ich sagen müssen, echt wegrennen. Nehme ich mal an. Scheiße, er kommt. Alles klar, du hast gewonnen. Wir rennen gemeinsam. Komm schon, Shinosaki. Oh Gott. Nein, nein. Ach so, wartet. Oder wollen wir uns erstmal das Wrong End holen jetzt? Ja, wahrscheinlich, oder? Ergibt Sinn. Hui. Hä? Oh, wir haben es schon geschafft, oder was? Das war ja ein bisschen easy. Shit, er ist immer noch hinter uns her. Kishinuma, die Treppe hinab, schnell. Nicht von dir, ich will von ihm umgebracht werden. Oh, das ist jetzt ein normales Ende. Das ist ja doof. Ich wollte ein Wrong End dafür. Nicht ein Game Over. Och, scheiße. Das hat sich ja jetzt gar nicht gelohnt. Oh, na gut, wir haben eine Trophäe erhalten. Immerhin. Aber trotzdem hat sich das jetzt nicht gelohnt. Okay, aber diesmal weiß ich ja genau, wo wir hingehen müssen. Dann geht das ja schnell. Ja! Oh, okay. Wir könnten trotzdem einmal gucken, ob... Nee, aber was sollen wir denn geschafft haben jetzt gerade? Ich guck mal ganz kurz bei den... Optionen, genau. Nee, das war ja nur ein Game Over. Ist doch kein... Oder muss man auch ein Game Over pro Chapter freischalten? Nee, schade. Na okay. Na gut, ihr Lieben, dann weiß ich auch nicht so genau, was wir dann beim nächsten Mal versuchen. Einfach alleine zu rennen? Das müsste dann ja... Also ich weiß auch nicht. Na gut, ihr Lieben, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Corpse Party Blood Drive wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.